Leute, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Raphael Let's Play. So, und zwar befinden wir jetzt uns nämlich hier im Trainingsmodus, beziehungsweise wird das jetzt gleich angezeigt. Und ja, man muss immer so ein paar Sekunden warten, bis man dann mal drankommt. Also der Trainingsmodus im Mehrspielermodus, wie gesagt, der wird für immer so bleiben. Wie gesagt, ein Mehrspielermodus und der wird halt auch immer verfügbar sein. Wahrscheinlich. Also höchstwahrscheinlich, wenn ich denke. Ich will jetzt mal fragen, wie gut mein Aim ist. Also mein Aim ist jetzt nicht schlecht, aber... Damit der PDW halt nicht so einfach, ne? Da kann man immer, jedes Mal, also beim Trainingsmodus, so gesagt, kann man immer wieder üben. Immer wieder Schießtraining machen. Und das finde ich irgendwie echt toll. Weil manchmal braucht man das auch sogar. Damit man halt auch ein bisschen besseres Aim hat oder damit man dann besser schießen kann. So wie ich. Ich habe jetzt auch jetzt nur normales Aim. Aber die Waffen, die sind jetzt halt auch nicht immer so gut damit dran. Halt. Damit kann ich jetzt zum Beispiel keine Fernschüsse machen, leider. Ist halt ein bisschen schwer, vom Weiten zu schießen, irgendwie. Aber ich finde gesagt voll den Modus. Eigentlich voll gut. Man kann sogar Raketen dort abschießen. Also wer es noch nicht weiß, dort geht es leider nicht. Jetzt habe ich schon... So. Ich muss immer schon zielen. Kann jetzt sein, dass er jetzt nicht getroffen hat, so wirklich. Ich will jetzt mal auch scopen versuchen. Na, geht wahrscheinlich irgendwie nicht. Wahrscheinlich so ein Bug oder ein Fehler. Wahrscheinlich entweder Bug oder Fehler. Also von so kann ich eher schießen. Von da ganz hinten ist sehr schwierig. Auch wenn ich ein gutes Aim habe. Trotzdem ist halt ein bisschen schwer. Dann müsste ich schon mit dem Scharfschützengewehr schon ankämpfen. Und dort ganz oben, wo man das M sieht, da sieht man nämlich die Abschüsse, wie viel man getroffen hat, ob man eine Rakete oder so getroffen hat. Zum Beispiel, das ist jetzt nur Schießtraining, das ist jetzt nicht wirklich Mehrspielermodus. Heute werden auf jeden Fall auch noch andere Videos noch rauskommen zu neuen Modusen und so. Ja, und Leute, was ich jetzt euch auch noch sagen möchte, ist halt, dass ich jetzt auch ein bisschen leid tut, dass ich jetzt halt keine Videos machen konnte die letzten Tage. Beziehungsweise, so, da ist nämlich Mühlesee war, beziehungsweise ich war dann Berlitz Sprachcamp. Und zwar im Berlitz Sprachcamp kann man nämlich dort verschiedene Sprachen lernen. Also fand ich echt toll. Ist auch für mich echt wichtig. Ja, da ich nämlich die Schule wechsle. Nämlich nach den Sommerferien und ich muss nämlich auch gut Englisch können. Ich habe auch so und so sehr viel Lust, mehr zu lernen. Damit ich eben halt auch die Sachen halt auch schaffe. Wie auch halt auch gute Noten kriege. Ist für mich halt auch recht wichtig. Also mehr gute Noten, umso besser. Wo habe ich schon ein fliegendes Ziel erwischt? Also im Berlitz Sprachcamp kann man nämlich dort Sprachen lernen, wie man kann dort Spanisch, Französisch, Deutsch und Englisch lernen. Eigentlich wollte ich eigentlich nach London fliegen, aber es ging irgendwie nicht. Deswegen hat mir das dann halt auch extra meine Mutter nach Mühlesee gebucht. Also habe ich jetzt mal euch nur gesagt und möchte ich jetzt halt auch jetzt nicht darüber jetzt so viel reden. Jetzt, damit es jetzt halt auch nicht so langweilig wird. Aber hier seht ihr,
Mit dem Schießstand ist halt echt richtig gut. Kann man echt nochmal richtig trainieren, bevor man damit immer raufkommt. Mit der trifft man halt nicht so viel. Aber man kann schon ein paar Fernschüsse treffen. Also die Waffe halt, die sind jetzt eigentlich beide nicht für einen Weitkampf ausgedacht, aber die kann man genau perfekt dafür nutzen. Oh, ich hab schon eins. Krass, Mann. Ich habe einfach einen vom Weiten bekommen. Also hier, da kann man wahrscheinlich irgendwie markieren. Aber schade nur, dass man nicht sieht, wie viel Meter man da jetzt machen kann. So, aber ich hoffe, oh, und nicht vergessen, man kann auch andere Waffen nehmen, wie die BK zum Beispiel. Hier gibt es so viele Waffen, das kann man auf jeden Fall euch auch nehmen. Also wer es auf jeden Fall noch nicht weiß, ich weiß nicht, ob es auch ein Scharfschützengewehr gibt. Also es gibt da echt schon eine Menge. Es gibt auch noch sogar eine AK. Es gibt da auch sogar die neue Waffe. Sogar, es kommt ja jede Season kommen ungefähr so 2 bis 3 neue Waffen raus. Und die Kuku 9, die ist richtig nice, muss ich sagen. Das ist ungefähr der ähnliche Sound wie in Call of Duty Warzone. Ehrlich, muss ich sagen, echt gut gemacht. Und die Waffenteilung, die ist immer gleich. Also kommt drauf an, wie man sie nur eingestellt hat. Man kann auch sogar mit Scharfschützen schießen. Es gibt sogar verschiedene Scharfschützen. Es gibt ja jetzt schon mittlerweile schon 6 Scharfschützen schon insgesamt im Spiel. Noch nicht alle sind in Battle Royale drin, aber Call of Duty Mobile überlegt sich noch, ob sie die reintun oder nicht, oder ob sie unfair sind. Man muss auch halt auch immer mehr taktisch spielen. Hat auch recht. Ist nicht immer so leicht. Ich treffe auch nicht alles. Man kann auch sogar mit der DLQ zum Beispiel spielen. Und es gibt auch noch andere Waffen. Ist auch schon mit dem Video schon gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und einen Daumen nach oben. Wenn euch dieser Modus gefällt, dann klickt auf Abonnieren und dann kriegt ihr da noch mehr Benachrichtigungen von mir.